Auch sein Job ist in Gefahr. So eine Szene werden wir in 10 Jahren in Deutschland wohl kaum noch sehen, dass ein Zeitungszusteller in aller Herrgottsfrühe die Lokalzeitung ausliefert. So traurig das auch sein mag, aber die gedruckte Zeitung ist auf dem Rückzug, denn sie wird zunehmend digital konsumiert. Und die ersten Anzeichen dafür sind schon spürbar in den dünn besiedelten Regionen wie Vorpommern zum Beispiel. Jahrelang haben die Kalksteins dafür gesorgt, dass die Wolgaster und Usedomer jeden Morgen pünktlich zum Frühstück die abonnierte Ostsee-Zeitung im Briefkasten haben. Sie als Zustellerin und er als Teamleiter. Jetzt ist ihnen die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Im Januar haben die beiden ihre Kündigung bekommen. Mein Mann war ja nur schon 8 Jahre dabei, ich 6. Also wir haben das immer gerne gemacht. Und das tat uns auch richtig weh, muss ich sagen. Hat immer Spaß gemacht. Und dann auf einmal die Kündigung dann bekommst. Und so kurz vor der Rente ja auch. Wir haben ja noch nicht mehr lang. Wir hätten die gerne so lange gemacht, bis wir die Rente bekommen. Und auch noch länger her. Der Arbeitgeber der Kalksteins ist die Zeitungsvertriebsgesellschaft. Die hat einen Zustellervertrag mit der Ostsee-Zeitung. Und diesen hat die OZ jetzt gekündigt. Für rund 40 Mitarbeiter, darunter Vollzeitbeschäftigte, Minijobber und Rentner, bedeutet das das Aus. Wir waren ein gutes Kollektiv, alles drum und dran. Und dass Kollegen, die hier kurz vor der Rente stehen, so abgefertigt werden, finde ich nicht schön. Die Ostsee-Zeitung hat einen neuen Vertriebspartner. Es ist die Neubrandenburger Nordkurier Mediengruppe, die bereits die OZ druckt. Und zudem auch Herausgeber des Nordkuriers und der Schweriner Volkszeitung ist. Neben dem Medien betreibt der Nordkurier auch ein Logistikgeschäft mit mehr als 1000 Mitarbeitern. Stellt Briefe, Pakete und Medikamente zu. Und nun eben auch die Tageszeitungen in Wolgast und auf Usedom, sowie in Grimmen, Stralsund, auf Rügen und in Greifswald. Grund, dem bisherigen Zusteller zu kündigen, sind laut OZ-Geschäftsführer die bisherigen Konditionen. Dies ist im Rahmen der bisherigen exklusiven Zustellung der Tageszeitung aber nicht mehr finanzierbar. Die Kosten der heutigen exklusiven Zeitungszustelllogistik übersteigen in einigen Zustellbezirken bereits die Gesamteinnahmen aus den dortigen Abonnements. Daher wurde die Zustellung der OZ-Ausgaben auf einen auf Logistik spezialisierten Dienstleister, die Nordkurier Mediengruppe, übertragen, der im Gebiet bereits tätig ist und die Zeitung neben anderen Zustellprodukten mitnimmt. Morgens um 2 beginnt der Arbeitstag für die Kalksteins. 12,41 Euro Mindestlohn, hinzu kommen Nachtschichtzuschläge und bezahlte Überstunden. Das schätzen sie. Bei ihrem bisherigen Arbeitgeber, der ZVG, haben sie gutes Geld verdient. Rund 4.500 Zeitungen tragen sie und die Kollegen täglich aus, bei jeder Witterung. Vor allem auf den Dörfern, wie hier in Groß-Ernsthof. Die Leute verlassen sich auf uns. Und wenn die Leute irgendwann mal nachmittags die Zeitung kriegen, dann kann ich ihnen sagen, was passiert. Kündigung. So sieht die Sache aus. Und früher wurde von Rostock aus darauf bestanden, dass die Zeitung um 6 im Briefkasten sein sollen. Der Unmut ist groß. Nur einige wenige der aktuellen Zusteller haben ein Jobangebot von der Nordkurier Mediengruppe bekommen. Denn deren Logistikschiene steht bereits und wird fast nur mit Vollzeitbeschäftigten gefahren. Bezahlung und Zuschläge seien ähnlich. Der Kosteneffekt taucht dadurch auf, dass wir eben einen Verbund herstellen, dass wir eben gleichzeitig mehrere Dinge zustellen. Wir fahren nicht separat für die Briefe, für die Pakete, für die Zeitungen, für Anzeigenblätter, sondern eben wir versuchen, alles auf eine Tour zu legen. Heißt aber auch, dass die Zeitungen vielerorts morgens um 6 nicht mehr im Briefkasten liegen. Wegfallende Abos und gestiegene Kosten, der Druck auf Zeitungsverlage nimmt zu. Digitale Angebote werden mehr und mehr ausgebaut. Für viele Kunden auf dem Dorf schwierig, erzählt die 71-jährige Christine Stöck, seit 20 Jahren Zustellerin. Wenn du einen alten Menschen hast, der kann mit digital nicht umgehen. Erstmal ist die Schrift zu klein, zweitens können sie die Handys oder Tablets nicht so bedienen. Ja, da ist ein Stück Papier besser. Doch genau das kostet Geld. Morgen früh muss es aber weitergehen, die Zeitung zugestellt werden, noch bis Ende März. Einige gehen dann in Rente, wollen ausschlafen und die anderen suchen nach einem neuen Job.